Ja, hiermit ein neues Video-Mod-Test. Ja, was wir heute so testen, das werde ich euch gleich So, zeigen. Im so. Spielstand und jetzt auch sofort im Job. Und ja, diesen Mod testen war den Fancy Mod 24 Vario SCR V2 LS13 Profi Boss. Maximale Leistung 181 kW, 246 PS. Unterhaltskosten 190 Euro pro Tag. Projekt und das Modell sind von Eiko Systemtech und Team TIV und Motosa. Weil 1 zu 1 seits. Das heißt, das Modell ist 1 zu 1. Den kaufen wir. Dann haben wir hier noch den Fendt Cargo 5X90 V2. Unterhaltskosten 50 Euro pro Tag. Kaufen wir auch. Diese Schaufel, Fendt Banner Multi V2. Und den Multi-Fendt Beingabel. Das müsste jetzt alles gewesen sein. Ne, genau. Fendt Vario 700 Chainswells. Unterhaltskosten 45 Euro pro Tag. Das ist der. Also, ich war sowas von geil drauf, wo ich das gesehen habe, dass er jetzt draußen ist. Ja, Aussehen ja auf jeden Fall schon mal wieder perfekt. Ja, die gucken wir uns mal an. Oh. Okay. Aha. Na, das kann sich doch mal sehen lassen. Was ist das denn? Ja. Jo, Beifahrer. Okay. Tür auf. Tür zu. Was ist das denn hier noch? Aha. Handbremse aktiv. F3. Gute Frage. Wo kriegt man jetzt die Handbremse los? Oh nein. Ja, ich glaube, ich beende mal die Aufnahme und wir sehen uns dann wieder, wenn ich die Handbremse gefunden So. habe. Mod ist gekauft und wir stehen jetzt beim Händler und ich fahre jetzt mal los. Was aufgefallen ist, der Traktor hat IC, also wenn man Leertaste drückt, kommt so Punkte. Dann kann man die auswählen. Frontlader ist angekuppelt. Ja, mit Alt-Links kann man Pflegebereifung anbauen.
Aber jetzt werden wir erstmal die Schärfe angekoppelt. Jetzt haben wir mal ein bisschen hier rum. Kann das sein, dass ich irgendwas nicht geht? Komisch, guck ich doch mal nach. Ich will's hoffen, dass ihr mich hören könnt. Wegen den Sound. Wieso geht denn dieses IC auf einmal nicht mehr? Ist ja auch egal. Fahren wir nach unten lang und dann reicht es auch. Ja, also Fahrverhalten ist ganz in Ordnung. Weil Seine nachdem ich Schuld. hier eben herzensbewusst diese Mauer hier gerammt habe, setzen wir unsere Fahrt doch weiter fort. Ja, das war's mal wieder. Mod, Sorge, nur zu empfehlen und Download-Link steht in der Beschreibung. Ciao, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.